Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Live-Besprechung hier auf der Tickmill Facebook-Seite, Tickmill Deutsch, und auch in Zoom. Live dabei zu sein heißt auch die Chancen auf eigene Fragen. Das heißt, wie immer, gleich zu Beginn die Aufforderung, wer einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne darum. Hauptthema heute hier, wir sehen es im Hintergrund geschrieben, Silber. Haben die Bullen das Zeug zum Durchmarsch? Bei den Rohstoffen interessant, was dort gerade passiert. Deswegen blicken wir heute genau einmal hier in den Spot, dort was gerade passiert. Darauf oder dazu noch Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und das Währungspaar Euro, Australdollar. Auch da hochinteressant, gerade für die kurzfristigen Trader. Also ich habe hier heute mal beim Euro, Australdollar ein Währungspaar rausgesucht, das durchaus Charme für das Intraday-Trading auch mit sich bringt. Ne? Muss nicht immer nur der Euro sein. Es gibt noch andere Wertpapiere, beziehungsweise nicht Wertpapiere, sondern Assets, die wir hier entsprechend kurzfristig mit zum Traden nutzen können. Das passt. Und übrigens auch danke heute ganz klar klassisch über Zoom auch automatisch die Rückmeldung, dass alles passt. Da freue ich mich riesig drüber. Ja, ich würde mal sagen, wir legen hier los. Zunächst erstmal mit dem Blick wie immer auf das Risiko. Das heißt, der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Es ist bekannt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen und damit gucken wir ganz klassisch auch auf die Nachrichten, was es heute so alles gibt, geplant. Ja, wir sehen es heute, 11 Uhr, ZDW, Einschätzung der aktuellen Lage in Deutschland und dann direkt auch in diesem Zusammenhang die Konjunkturerwartungen. Und das wird einen sehr, sehr wichtigen Fokus auf das Thema Covid-19 haben. Und da gibt es ja mittlerweile ja ein paar Neuigkeiten aus dieser Geschichte. Nummer 1, und das finde ich persönlich immer typisch deutsch, jetzt wird schon diskutiert, wer wie wo Impfstoffe bekommt. Also wir haben sie noch nicht mal da und schon gehen die großen Diskussionen los. Aber ich denke mal, das ist ein Nebenschauplatz, der medial nur aufgespielt wird. Viel, viel, viel wichtiger ist zu sehen, was machen denn die Märkte mit dem angedrohten harten Brexit. Und da ist es jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass die Märkte aktuell noch relativ ruhig sind. Weil Leute, die Meldung ist ja nur raus, dass wir wahrscheinlich oder die Diskussionen da sind, dass wir wahrscheinlich eine Verschärfung bekommen, möglicherweise einen harten Lockdown. Ich lebe ja in Sachsen. Das ist einer der größten Hotspots hier. Wir sind weit über 300 Inzidenzien hier. Da hat die, sag ich mal, Landesregierung schon angedroht oder angekündigt, wie auch immer man das sehen will, dass es härtere Beschränkungen geben wird, bis hin dazu zu sagen, okay, wir schließen den Einzelhandel für eine kurze Zeit. Aber interessant an diesem Punkt ist, dass die Wirtschaft diskutiert, beziehungsweise die Börsianer damit rechnen oder mal einfach durchkalkulieren, was ist denn jetzt für uns sinnvoll? Ewig lang Teil-Lockdown oder einen krassen kurzen Schnitt, um mit den Zahlen runterzukommen, um dann besser planen zu können. Und da darf man sich jetzt mittlerweile auf eine Zahl stützen, beziehungsweise auf eine Erfahrung stützen, die wir im Frühjahr gehabt haben. Da haben wir ja das Thema Lockdown gehabt und da hat man gesehen, wie schnell man bei dem harten Lockdown runtergekommen ist von den Zahlen. Und das ist halt eine wichtige Erkenntnis. Und das möglicherweise führt jetzt dazu, dass die Börse sagt, okay, dann machen wir mal 1 oder 2 Wochen harten Lockdown, zumindest dort, wo extreme Kontakte sind. Das heißt, das wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Innenstädte, das Thema Einzelhandel auch mit betreffen. Muss man sehen, wie das Ganze ausschaut. Aber kurz, prägnant. Und ich denke mal, wenn man das auch, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ja, wenn man das sowas über die Weihnachtszeit macht, hat das einen deutlich geringeren Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Klar, das ganze Geschäft, den Einzelhandel tut das extrem weh. Es geht jetzt hier allerdings darum, dass man sagt, okay, was ist denn jetzt besser? Na, und das ist das, was die Börse gerade kalkuliert. Also lassen wir uns mal überraschen, was da denn kommen wird. Fakt ist eins, es wird irgendwas kommen und der Markt bleibt momentan noch relativ ruhig. Das ist die Nachricht und das ist etwas, was auch in die ZEW-Konjunkturerwartungen einfließen wird. Hier an dieser Stelle, man wird sehen, ich vermute mal die aktuelle Lage, die wird wieder ein bisschen bitter sein. Wir sehen es ja hier schon auch, minus 66 wird die Prognose sein, also schlechter als im Vormonat. Die Konjunkturerwartung, da sieht man eher eine Aufhellung. Das ist das, was dann sozusagen für die Zukunft kommt, für das nächste Halbjahr. Mal schauen, es Es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dann gibt es um 11 Uhr auch noch das BIP aus der Eurozone und auch die Konjunkturerwartung für die Eurozone und dann am Nachmittag in den USA den kurzfristigen Energieausblick der EIA in Amerika und am späten Abend dann einen kleinen Blick in das Öl, die API, Rohöl, Lagerbestände. Das ist ja auch etwas, das hat immer mal so ein bisschen Einfluss auf den Ölpreis schon, wenn wir dann morgen die großen Rohöllagerdaten bekommen. Das ist immer so ein kleiner Vorgeschmack, deswegen da schon gerne mal drauf schauen. Hätten wir das also auch besprochen und damit haben wir jetzt die Luft und die Zeit, ganz in aller Ruhe auf die Märkte hier entsprechend zu schauen. Jetzt muss ich nur schauen, dass wir es haben. Wir starten mal durch mit dem kurzfristigen Währungspaar hier. Euro, Australdollar, also das Währungspaar ist nicht kurzfristig, keine Sorge, aber es ist auf alle Fälle eine Kurzfristigkeit im Chart zu sehen. Ich mache das Bild gleich mal noch groß hier an dieser Stelle. Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, das ist das Richtige, genau, was wir da haben. Und das, muss ich sagen, ist jetzt mal ein sehr, sehr spannender Punkt. Kurz eine Frage an dieser Stelle, das würde mich mal interessieren, eine Rückmeldung über die Facebook-Gruppe, wenn ich den Bildschirm sozusagen jetzt mal über alles drüber ziehe, ob wir da besser die Charts sehen. Also wenn das für euch auf diesem Wege okay ist, dass man das Bild jetzt so sieht, ohne dass man mich entsprechend mit dem Vordergrund sieht, dafür aber den Fokus voll auf dem Chart haben, einfach mal bitte kurz eine Rückmeldung, was euch da besser gefällt. Das hilft mir auch ein bisschen einzuschätzen, den Service hier an dieser Stelle mit ja, weiter raus zu geben und das Ganze immer wieder ein Stückchen zu verbessern. Nun aber zurück zum Währungspaar Euro-Australdollar. Wir haben das Währungspaar Euro-Australdollar hier jetzt mal mit Blick auf den Tageschart und das sehen wir, ja, oben einen Balken, unten einen dicken Balken, das ist eine Trading Range. Wenn ich das ein bisschen kleiner mache, sieht man das Ganze, das ist die Range, in der wir schon ewig lang drinnen sind. Ne? Hier waren wir vorher eine ganze Zeit gefangen, dann den gigantischen Ausbruch und dann wieder zurück in die Range hinein. Da sieht man mal die großen Chancen am Währungsmarkt, aber wir sehen es hier, seit Januar hängen wir in dieser Range wieder fest, haben mal kurz den Ausblick versucht, den Ausbruch versucht und dann ging es gleich wieder unten runter in Richtung Range-Unterseite, ne? Und da haben wir momentan auch ein kleines Auffanglevel hier bei 1,61, knapp 48 und da in diesem Bereich, innerhalb dieser Range, passiert gerade etwas relativ Interessantes und das Interessante, was hier an dieser Stelle momentan zu sehen ist, dass wir den Weg über das Median versucht haben zu, sag ich mal, rauszunehmen. Wir sehen das hier, das untergeordnete Verkaufslevel, was wir hier haben, hier grob im Bereich von 1,63, 21, 22, also dieser Bereich hier, ne? Da kann sich der Markt momentan nicht so richtig entscheiden, ist das nur ein Widerstand oder wird es eine Unterstützung? Also es ist auf alle Fälle etwas, wo wir hin und her rangeln, aber das ist halt interessant, wir sehen halt auch hier oben noch einen kleineren Drehbereich, grob um die Marke von 1,64, ich skizziere das einfach mal kurz an hier mit so einem Rechteck, schaut mal, das ist dieser Drehbereich, den wir hier drüben hatten, der war hier drüben schon mal da an dieser Stelle, na komm her, lass dich markieren, hier, und jetzt laufen wir da wieder rein, kommen dort nicht so richtig vom Fleck und das ist das, wo ich jetzt sage, das ist etwas, das ist für die kurzfristigen Trader durchaus interessant, weil immer dann, wenn wir in den letzten Tagen oben reingelaufen sind, kam ein heftiger Abverkauf und dieser Abverkauf ging wieder schön unten rein bis um den Bereich um die 1,63, 21, 20, also hier dieser Drehbereich, die hier zuschauen müssen, okay, der Seidel nimmt es nicht so genau mit der letzten BIP-Stelle, also mit der letzten Nachkommastelle, es sind halt immer die Schwungbereiche, die wir haben, ne? Wir können ja nie so genau sagen, der Markt wird jetzt genau bei 1,63, 2,13 drehen. Das wissen wir nicht, aber wir wissen, in welchen Schwungbereichen die Marktakteure aktiv geworden sind. Und das ist jetzt interessant und wenn wir uns da mal ganz kurz den Stundenchart anschauen wollen, da sehen wir nämlich, was da oben passiert ist. Schaut mal hier, da sind wir reingelaufen, abgedreht, hier reingelaufen, abgedreht, hier wieder reingelaufen, abgedreht und das ist wirklich das sehr, sehr interessante Bild an dieser Stelle. Schaut mal hier, das ist der Weg nach unten gewesen und da schauen wir uns jetzt mal die kleine Zeiteinheit an. Ich gehe jetzt erstmal kurz in die 15 Minuten, da sehen wir nämlich hier oben schon an dieser Stelle, wie der Markt anfängt nach unten zu trenden und das ist immer das Interessante und wenn wir uns das jetzt nochmal eine Zeiteinheit kleiner anschauen, da muss ich den Bildschirm jetzt allerdings etwas weiter zusammenraffen, dass wir sehen können. Schaut euch mal an, was hier an dieser Stelle dann entsprechend passiert ist. Schaut mal, das hier oben ist der Widerstandsbereich. Mal gucken, ob ich das noch ein bisschen kleiner reinkriege. Ja, wir kriegen es rein. Also das hier oben entsprechend, das war der vorletzte Schub nach unten und das der aktuelle so. Und jetzt schaut euch einfach mal ganz kurz an hier, mal drüben. Hier gab es den Schub nach unten. Wohlgemerkt, das ist jetzt der 5-Minuten-Chart, also relativ klein. Und dann sieht man allerdings in diesem Chart auch mal, dass man wirklich die Zeit dazu hat, sich darum entsprechend auch zu kümmern. Das heißt, erster Schub nach unten und wenn wir dann nach der Korrektur den Abwärtstrend sehen, dann können wir schön mit einem Trend im Rücken die Unterseite anlaufen. Und das ist interessant. Und dieses Bild, dass wir hier an dieser Stelle sozusagen das Ganze mal näher betrachten wollen, schaut euch mal an, was hier drüben passiert ist. Oben rangelaufen, in diesen Bereich rein, hier in diesen Widerstandsbereich, dann runter, dann gab es die Korrektur, ja, und dann gab es die Trendbildung, ja, und was dann passiert ist, sehen wir hier an dieser Stelle. Und das ist das, was jetzt hochinteressant ist, denn wir haben hier drüben auch gesehen, hier hat sich schon ein Trend entwickelt. Ne? Ich skizziere den mal ganz grob ein. Dieser Aufwärtstrend, der ist natürlich zu sehen. Ja? Der ist ganz klar da, den können wir nicht wegreden, den müssen wir auch gar nicht wegreden, aber da sehen wir halt, was für Potenzial drin steht. Also trotz, dass wir hier einen schönen Aufwärtstrend hatten, hat der da oben rumgedreht. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt sagen können, okay, rein, wenn der Markt wieder rumdreht. Und da sind wir gerade wieder auf dem Weg nach oben. Das heißt also hier an dieser Stelle, Moment mal, ich nehme jetzt das andere Zeichnungstool, das funktioniert ein bisschen besser hier an dieser Stelle. Hier an dieser Stelle, sobald wir das, was wir hier haben, aus dem Markt rausnehmen, also diesen schönen Aufwärtstrend hier, wenn der sich weiter fortsetzt, wie auch immer wohin läuft, wenn der da oben reinläuft, sobald wir da oben dann den Gegentrend bekommen, also quasi das hier, haben wir schön wieder die Umkehr und dann können wir schön zur Unterseite runter traden. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Szenario, was wir hier an dieser Stelle gerade haben, denn das ist genau das, was wir brauchen, wo wir einfach die schönen Abwischlevels da oben sehen können. Und da müssen wir uns einfach nur hinsetzen und abwarten. Ne? Also deswegen Kurzfrist-Trading hier oben, das Level um die Marke, ich skizziere es nochmal ganz kurz ein, hier oben rauf, schaut mal hier, die Marke von ungefähr 1,64. Das ist das, wo die letzten Tage immer die Post nach unten abging und das ist ein sehr, sehr spannendes Setup, wie ich finde. Da braucht es halt nur ein bisschen Geduld. Fliegen wir allerdings oben drüber, also wenn dieses Short-Setup nicht zustande kommen sollte, haben wir oben auch noch ein paar Anlaufpunkte hier. Erst einmal natürlich in dem größeren Bereich hier, der Schwungbereich sehen wir ja auf Tagesbasis um die 1,654. Und dann haben wir hier unten noch einen Umkehrbereich, das ist ein bisschen untergeordnet, das ist hier so das Level um die, naja, knapp 1,65. Das sieht man schön im 4-Stunden-Chart, auch wenn ich das ein bisschen mal zusammenraffe. Das ist hier der Wechselbereich, den wir hier drinnen haben, also wo wir hier drüben, da war es Unterstützung, hier einmal drunter gelaufen, dort dann deutlich drunter gelaufen. Das ist der Umkehrbereich, ungefähr die 1,65. Also das Ganze passt an dieser Stelle und ich muss sagen, das können wir sehr, sehr schön dazu nutzen, schöne, kurze Intraday-Trades reinzuschieben. Das passt also sehr, sehr schön. So, wir bleiben mal noch bei den Währungen. Jetzt mal eine Währung, die wir hier nicht so oft auf der Uhr haben. Ist schon eine ganze Weile her, als wir über Neuseeland, Dollar, Schweizer Franken gesprochen haben. Aber ich finde momentan eine sehr, sehr interessante Verortung an dieser Stelle. Ich erkläre das Ganze an dieser Stelle auch an diesem Punkt mal etwas besser. Hier das auch wieder kurz aufskizziert. Beziehungsweise, na doch, wir machen es mit der Skizzierung, schön der Abwärtstrend, den wir hier da haben, aber ein erster Richtungswechsel. Und dort, wo wir jetzt stehen, wird es halt wirklich interessant zu sehen, was hier weiter passiert. Denn, schaut mal, wir sind hier im Abwärtstrend deutlich nach unten gelaufen und haben dann angefangen, nach oben zu gehen. Das heißt, hier wurde es dann schon leicht trendig in diesem Bereich hier oben rein. Das ist das, was wir hier sehen. Aber wir haben halt auch immer wieder Widerstandsbereiche und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant werden, wie es weitergeht, denn die Verortung, in der wir uns momentan befinden, also dieser sag ich mal, Schwungbereich hier oben, der hat durchaus das Potenzial, jetzt wieder ein großer Widerstandsbereich zu werden und dann den Markt deutlich nach unten zu schicken. Und deswegen finde ich die Verortung hier an dieser Stelle mit Blick ins große Bild sehr, sehr interessant. Und das ist das, was wir hier momentan halt sehen für das kurzfristige Trading. Da kommen wir jetzt also aus dem ganz großen Bild mal in das etwas kleinere Bild hinein. Und auch hier skizziere ich im kleineren Bild mal, worauf es mir gerade ankommt. Denn wir haben hier ein paar Marker drinnen. Ich lege mal kurz zuerst die Marke rein und zwar hier dieses Level in etwa, was wir da haben, Nummer 1, dann haben wir Nummer 2, ein wichtiges Level hier im Bereich von ungefähr 0,6170 so in etwa und dann ein größerer Supportbereich hier unten in diesem Level. So, das sind mal die Marker, die wir jetzt grob da haben und jetzt gehe ich mal drauf ein, warum ich jetzt genau hier hinschaue und sage, was hier los ist, denn natürlich, im größeren Bild ist der Markt hier schön nach oben geschwankt, ja, und wir sehen es halt hier schön, das war der Aufwärtsschub, den wir hier gehabt haben, dann die korrektive Phase, das ist halt alles im großen Bild passiert, deswegen hatten wir hier auch schön einen Gegentrend, ne, hier nochmal Erholung, dann wieder einen Gegentrend und jetzt haben wir es halt gepackt, dass der Markt hier im kleineren angefangen hat, schön nach oben rauf zu trenden, hier oben rein. Und hier gab es jetzt zunächst erstmal eine Top-Formation. Hier oben hat sich eine Umkehrformation entwickelt, die sich jetzt nach unten geschoben hat. Und das, was für mich jetzt aus kurzfristiger Sicht interessant ist, ist, was passiert jetzt hier? Ist das, was wir hier sehen, nur klassische Korrektur? Solange wie wir über diesem Zwischenhoch hier bleiben, definitiv ja. Denn dieses Level, wo wir hier oben uns befinden, wir sehen es hier, das ist auch ein Level, was eine Marktrelevanz hat und aktuell ist das halt ein Supportbereich, weil wir von oben drauf kommen. Wenn der aber abverkauft wird an dieser Stelle, dann sehen wir halt ein Bild, was uns einen Abwärtstrend gibt. Das heißt, im diesem Falle, also entweder wir marschieren gleich durch oder wir sehen etwas in dieser Art und Weise. Rum wie numm ist das allerdings egal, es bricht diesen kleinen dynamischen Aufwärtstrend und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, dann wird es durchaus interessant, denn wir haben hier unten mit dem letzten größeren Kaufbereich um die 1,61 knapp 70 den nächsten Auffang, das nächste Auffanglevel, das ist Nummer 1, also das ist mal der erste wichtige Punkt, den wir hier an dieser Stelle dann anlaufen können, ne? Wir sehen es hier. An dieser Stelle für die Short-Seite sollten hier auch keine Käufer mehr reinkommen, dann können wir uns tiefer orientieren, ne? An die größeren Level, die wir unten ran haben, da sehen wir dann schon interessante Anlaufmarker da, aber auch hier an dieser Stelle zwischendrin gibt es auch noch interessante Anlaufpunkte und das ist ja auch für das kurzfristige Trading dann an dieser Stelle interessant, was gibt es noch? Wir haben hier sozusagen aus diesen kleineren Schwüngen natürlich immer noch die Anlauflevel und da haben wir es hier in diesem Bereich, das Zwischentief um die knapp 0,6040 auch einen Punkt. Das ist hochinteressant für den mittelfristigen Rutsch nach unten. Für diejenigen, die das Ganze kurzfristig interessiert, die schauen zum Beispiel mal rein in den 4-Stunden-Chart, ne? Und die sehen halt hier, da ist schon der Abwärtstrend in vollem Gange. Wir konsolidieren jetzt hier auf relativ niedrigem Niveau. Das Ganze auch wieder hier in einem Support-Level, in einem kleinen Support-Level, was wir hier drinnen haben. Das ist hier, ich ziehe es mal ganz kurz hoch, das ist das Level hier um die Marke von 0,62, 55, 56 rum, bricht das, geht dann halt der Weg oder die Reise nach unten weiter, da kann ich es mal etwas näher ranziehen hier an dieses Zwischentief um die Marke von 0,6230, das wäre kurzfristig der nächste Anlaufpunkt und dann sehen wir hohe, starke, extreme Dynamik, sodass wir dort dann wirklich Luft haben, mal in diesen Ausbruchsbereich, den wir hier auf Tagesbasis gerade gesehen haben. Sehr interessant, der Blick in Neuseeland, Dollar, Schweizer Franken. So, und dann schauen wir jetzt noch auf den Silberpreis. Ich gucke auch gleich nochmal in die Chats rein, ob wir da heute schon Fragen haben. Der Lutz fragt, ob er was verpasst hat. Naja, meine Begrüßung auf alle Fälle und den Blick in die Nachrichten, so spät wie du heute reingekommen bist. Aber ansonsten denke ich mal, bist du von Anfang an gut dabei gewesen. Also gerne noch die ein oder andere Frage ran. Wir blicken jetzt mal auf den Silberchart. Gold hatten wir ja vor kurzem auch schon in der größeren Analyse. Mal kurz Gold, wir sehen es ja, Gold ist so ein bisschen immer der Vorläufer für Silber. Auch Gold zieht momentan schön nach oben an. Ich finde persönlich Silber aber etwas interessanter an dieser Stelle, weil Silber nicht so extrem tief gelaufen ist, ne? Silber hat halt hier vor dem letzten Zwischentief gedreht, bei 21,65 war das letzte große Zwischentief, wir haben hier das Zwischenlow gesehen bei 21,88, seitdem zieht der Markt auch wieder an und hier kam es gestern habe ich gesehen, oh, hier passiert echt was Interessantes, das muss ich mir dann am Dienstagmorgen nochmal anschauen. Deswegen Silber hier auch in die Ausgabe von Tickmills täglichen Trading-Ideen im Blog mitgekommen. Wir sind gestern hier drüber marschiert. Wir sind gestern über ein ganz, ganz wichtiges Level marschiert und zwar hier drüben. Dieses kleine Zwischenhoch von diesem Abwärtstrend, den wir hier haben, das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, denn Hier haben wir Kurse oben drüber gehabt und das gibt uns in diesem Kontext, zumindest aus diesem Schwung, den wir hier unten haben, erst einmal ein Anzeichen dafür, dass die Händler bereit waren, hier über diese Stelle Kurse zu bezahlen. Ja? Das heißt, da sind doch einige Absicherungsorders ausgeführt worden. Jetzt wird es natürlich wichtig zu sehen, wie geht es weiter, denn auch das müssen wir beachten, trotz aller Rallye-Chancen, die Gold natürlich, die Silber momentan auch hat, ne? Wir haben durchaus die Chance, hier mit Punkt auf den Jahresend-Rally im Silberpreis hier das nächst größere Level um die 26 US-Dollar anzulaufen. Aber, und das ist, wie ich es auch geschrieben habe, der kleine Wermutstropfen, dieses Verkaufslevel hier oben um die 25, etwas über 25, hier steht es beziffert mit 25, 0,55, das ist das Zwischenhoch. Das sollten wir schon mal rauskommen, denn das ist der wichtige große Schwungbereich. Wenn man die Trenderkennung mal rausnimmt, wird es ein bisschen besser ersichtlich. Deswegen skizziere ich es mal ein. Schaut mal hier. Das war der Weg. Erster Schub nach unten, dann die Gegenbewegung und dann die starke dynamische Abverkaufsbewegung. Und da kommt diesem Level hier oben jetzt halt die wichtige Bedeutung zu. Hier oben müssen wir drüber, damit dieses Zwischenhoch rausgenommen wird. Und das sehen wir hier, das war hier drüben auch ein Widerstandslevel und hier ebenfalls ein Widerstandslevel und hier drüben im Kleinen ebenfalls ein Widerstandslevel. Das ist sehr, sehr wichtig, das muss raus und das ist das Wichtige für die längerfristige, also für mittelfristige Trade-Planung zur Oberseite, da muss erstmal was kommen. Aber, und auch hier wieder, das sind die Punkte, die für die kurzfristigen Trader extrem interessant sind, denn wir sehen hier, was jetzt passiert und da gehen wir mal in die kleinere Zeiteinheit rein, ruhig in den 4-Stunden-Chart oben rauf, denn wir sehen es hier, wenn wir uns die Verortung mal anschauen, wir sind schon schön nach oben gelaufen, ne? Hochdynamisch hier, dann die Korrektur, schönes Auffanglevel hier gehabt bei 23 um die 52 rum und jetzt nach oben gelaufen, hier hohe Konsolidierung und das ist momentan wirklich ein relativ bullisches Zeichen, dass wir einfach nicht abverkaufen, sondern uns doch oben so ein bisschen an dieses Zwischenhoch hier lupfen und das Zwischenhoch kommt aus diesem kleinen Mini-Verkaufsbereich hier drüben in dieser Ecke. Das sind so die kleinen Sachen, die für das Intraday-Trading oder für das ganz kurzfristige Trading immer mal wieder relevant sind und zwar schaut mal hier sind wir runtergelaufen, nach oben dran gelaufen und dann abgedreht. Und hier drüben gab es auch so einen kleinen Punkt, ne, an dieser Stelle. Das sind so die Level, wo wir sehen, diese Marke hier oben hat doch gewisse Relevanzen. Und wenn wir die jetzt plötzlich rausnehmen, dann ist kurzfristig auch locker mal drinnen, hier oben in diesen größeren Verkaufsbereich um die 25,055 reinzugehen. Und wenn wir das rausnehmen, das wäre wirklich so eine Art Befreiungsschlag, wo wir dann uns wirklich dann schön oben interessiert fokussieren können, das war das Wort, was ich gesucht habe und das ist die Marke über 26, hier oben 26,05, der Hochbereich in etwa. Das sind die Marker, die wir hier an dieser Stelle sehen. Hier ist noch eine kleine Linie bei 25,64, 65 eingezeichnet. Wo kommt die her? Leute, die kommt aus diesem Umkehrbereich hier drüben, ne? Das ist so das Level hier oben. Da war auch so ein Kampf um diese Marke und dann ist hier oben in diesem Bereich dieser massive Abverkauf initiiert worden. Da ist viel Geld sozusagen geflossen an dieser Stelle. Deswegen hat die auch eine Relevanz kurz vor diesem großen Zwischenhoch hier oben über der Marke von 26 US-Dollar. Und das ist wirklich hochinteressant zu sehen, was hier an diesem Punkt passiert. Deswegen schauen wir uns diesen letzten Bereich, also diesen hier an dieser Stelle, nochmal ganz genau an und zwar innerhalb der nächst kleineren Zeiteinheit. Das heißt, wir schauen hier mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart rein, um zu sehen, was dort denn passiert. Da sehen wir nämlich, dass wir hier oben durchaus Entscheidungen haben, die wir treffen können. Und da kommt halt eines zum Tragen und zwar, was passiert denn jetzt hier aus dem, was wir hier an dieser Stelle sehen, ne? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was macht der Markt hier draus, wie bewegt er sich weiter und da sehen wir halt so eine Art möglichen Richtungswechsel und da ist es halt jetzt sehr, sehr wichtig zu sehen, dass der Markt eine Entscheidung trifft, entweder oben drüber zu laufen oder aber unten drunter durchzubrechen. Das heißt, entweder wir finden den Schub oben drüber, das heißt, dass wir tatsächlich hier eine Konsolidierung haben und dann den Schub oben drüber bekommen. Das heißt, das wäre dann sozusagen Fortsetzung von dem, was wir hier jetzt gesehen haben im größeren Bilde, dass wir das hier sehen, das wäre das eine. Oder aber es kommt dazu, dass der Markt sich für eine andere Richtung entscheidet und dann diesen Weg einschlägt. Hier an dieser Stelle sozusagen hier den Schub nach oben, die erste Bewegung nach unten, hier ein tieferes Zwischenhoch und dann den Weg nach unten macht. Also wir haben hier zwei Marker, zum einen die Oberseite, hier laufen wir tatsächlich oben drüber, dann sieht es gut aus für die Bullen, ein Stück weiter zur Oberseite hin, ansonsten fallen wir hier unter dieses Level, haben wir einen Abwärtstrend und dann können wir uns auf der Chart-Unterseite so ein bisschen orientieren. Und mit Blick auf die Chart-Unterseite gehe ich jetzt nochmal kurz zurück in den 4-Stunden-Chart, denn wir haben auf der Oberseite alles besprochen, auf der Unterseite im 4-Stunden-Chart, wie schon gesagt, sehen wir halt, wenn wir unter dieses wichtige Level hier unten drunter fallen, das heißt unter diese Marke, die wir hier hatten, die ich gerade besprochen habe, da sehen wir hier auch leichtes Widerstandslevel, dann ist hier durch diese starke Dynamik halt erstmal ganz, ganz wenig da, was aufhalten kann, ja, und da müssen wir nochmal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart reingehen, um diese Dynamik auch zu sehen, das heißt, wir sehen hier tatsächlich den nächsten Aufhalt oder Auffangpunkt erst hier unten in diesem Drehbereich um die Marke von 23 und knapp 88 US-Dollar, das ist das nächste, das heißt, wenn dieses Level tatsächlich passt und nach unten durchschritten werden sollte, ist halt viel Weg nach unten. Und das ist der schöne Drehbereich, den man hier hat. Und dann kann man sich schön auf der Chartseite, auf der Unterseite orientieren und sich entsprechend die nächsten Auffanglevel suchen. Wie schon gesagt, auf Basis dieser größeren Aufwärtsdynamik ist jetzt ein korrektiver Weg erstmal frei, durchaus bis hier unten rein, grob das Level 23,50, ne? Die Zwischentiefs haben wir hier halt in diesem Drehbereich gehabt, deswegen steht hier 23,52, das war das Low, was wir hier gesehen haben. Das ist der Weg nach oben, bricht's durch, die Unterseite anlaufen, gehen wir aber oben drüber, nehmen wir dieses Level hier oben um die 23, ein bisschen, 24, ein bisschen über 80 raus, dann haben wir nächstes Anlauflevel hier, den Verkaufsbereich über 25, 0,55 und dann ist der Weg nach oben hin zur 26-Dollar-Marke relativ frei. Das zum Silber. So, und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, ob wir Fragen haben. So, danke übrigens für die Rückmeldung zum Chart. Dann werde ich das jetzt in Zukunft immer so machen, dass wenn wir die Charts besprechen, dass wir den Chart hier auch im Vordergrund behalten. An dieser Stelle, das sind die Dinge, die schon wichtig sind, weil wir wollen ja sehen, woran wir uns orientieren können. So, jetzt gibt es noch Fragen in die Runde. Nein, heute scheint es keine Fragen zu geben. Moment, Lutz, du schreibst im Silber, die 24,40 wäre auch ein Haltepunkt unten im Silber. Moment, da gucken wir uns den Silberchart nochmal ganz kurz an. Das ist halt immer schön, diese Interaktionen, ne? Nutzt das Ganze ruhig. Sieh, was hat man gehabt? Die 24,40. Kurzen Augenblick, das ziehen wir mal runter auf die 24,40. Zack, da rein und die Parameter hier. 24,40, zack, da haben wir es. Ah ja, das wäre aber im ganz, ganz kleinen Einhaltepunkt. Das ist also das, was wir dann in den Kleinstzeiteinheiten sehen. Das ist dann sozusagen, obwohl, nee, nicht wirklich. Also Lutz, ich bin hier nicht unbedingt fündig auf dem Haltepunkt in dieser Stelle bei der 24,40, zumindest nicht die charttechnischen Level. Ganz klar ist natürlich hier, wir hatten hier oben so ein kleines Spike hoch hier drüben um die 24,40, als wir da drüber gegangen sind. Das ist schon, das passt schon. Für mich ist dann allerdings eher relevant, was hier unten passiert ist. Als wir dieses kleine Level nochmal sozusagen unterschritten hatten, da hatten wir ja an dieser Stelle, Moment, ich ziehe das mal ganz kurz rüber, schau mal, wo der Haltepunkt hier gekommen ist, in diesem Schwankungsbereich. Und da ist es für mich jetzt wichtiger, nicht mich auf dieses kleine Spike hoch zu beziehen, sondern für mich ist da wichtiger, an welchem Punkt wir hier Käufer reinbekommen haben. Denn mir kommt es da immer auf den Orderfluss drauf an, ne? Weil was hier gekauft worden ist, hat hier möglicherweise auch eine Absicherung liegen und deswegen wartet dort einfach noch eine planbare Order, wenn es nach unten durchgeht, dass der Longhändler hier möglicherweise seine Positionsabsicherung hat, weil spätestens dann sollte man im kurzfristigen Bild nicht mehr long unterwegs sind, weil da geht es einfach definitiv unten drunter, ne? Das ist halt so das, was wir sehen, genauso wie wir im kurzfristigen Bereich halt auch dieses Level hier oben drüber sehen, also dieser Schwungbereich, den wir da haben, dieser Drehpunkt hier, wo ich gesagt habe, das, was wir hier gerade sehen, hat halt eine Relevanz für die Unterseite, denn Das ist ein alter Kaufbereich und wenn dieser Kaufbereich, den wir hier jetzt sehen, nicht mehr hält, dann fließen die Orders quasi wieder in die Gegenrichtung und da dreht sich das Bild um und das sind die Marker, wo ich schaue, weshalb ich mich dann eher an diesen Unterseiten orientiere, weil ich halt weiß, mit guter Wahrscheinlichkeit wartet dort irgendwas. Das, was wir hier gesehen haben, ist halt vom Markt schon rausgenommen worden, weil die Käufe, das, was hier gewesen ist, ist weg. Hier unten ist jetzt für mich der relevantere Punkt, weil dort die nächsten Aktionen geflossen sind. So, gut, das passt und das ganze Level dann hier nochmal zu sehen im 4-Stunden-Bereich. Also das ist das, wo wir hier sehen, der Blick in Silber. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz noch den Blick auf den DAX und dann haben wir es für heute. Und im DAX sehen wir das, was ich vorhin gesagt habe. Also trotz, dass unsere Regierungen jetzt hier, die Landesregierung und auch die Bundesregierung über härtere Maßnahmen sozusagen diskutiert und die schlimmsten Fälle ja schon raus sind, ja, der Markt preist sowas ja immer relativ schnell ein, sehen wir hier immer noch relative Ruhe. Das heißt, im DAX ist weiterhin das Level hier oben interessant, was ich hier gemacht habe, diese Trading Range, ja, ganz klar, man kann die Marken natürlich immer so ein bisschen anpassen, aber wir sehen halt grob der Bereich, wenn man das mal so macht, oben 11.400 Punkte und unten das Auffanglevel, nicht 11.000, bitte entschuldigt, 13.370 bis 13.400 Punkte, hier oben das Level, was wir dort dann drinnen haben, unten der Auffangbereich hier um die Marke von 13.200 Punkten. Das ist momentan der Schwankungsbereich, den haben wir da, bricht das unten weg, müssen wir uns natürlich tiefer unten reinsetzen. Da kommen dann auch die Level, wie wir es hier drinnen liegen haben, um die 13.120, also hier das starke Ausbruchslevel, beziehungsweise hier unten dann die Marke etwas über 13.033 Punkte oder um die 13.033 Punkte rein. Das sind die Swing-Lows, die wir hier drinnen mit liegen haben. Interessante Level, da müssen wir sehen, was kommt. Es bleibt auf alle Fälle interessant zu sehen, wie der Markt auf die Covid-19-Diskussionen reagiert und die relative Ruhe ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber, und das muss man so ein bisschen auch im Blick haben, wenn wir hier tatsächlich einen kurzfristigen Abverkauf sehen, einen Ausbruch nach unten hin, ist der Weg im größeren Bild halt wirklich frei in die Region 13.000 Punkte, 12.900 Punkte. Da könnte einiges an Dynamik kommen, deswegen reinschauen hier auch in die kleineren Zeiteinheiten, um zu schauen, was los ist. Momentan ist da nicht wirklich viel zu erkennen. Wir sehen es hier unten, die Range ist da, im Kleinen immer wieder die Punkte nach unten, aber die große Schwankungsbreite momentan halt oben. Etwas über 13.320, unten das Fanglevel um die 13.180. Man kann hier unten noch ein kleines Stückchen drunter ziehen, hier, wo immer so die Price Action reingekommen ist. Aber grundsätzlich schauen wir hier hin. Und wenn wir einen nachhaltigen Ausbruch bekommen, das heißt, wenn wir uns unter das Tief hier bei 13.159 Punkten hinwegsetzen, das ist dann das Zeichen, dass der Weg deutlich runter geht. Für die ganz kurzfristigen Trader, die schauen natürlich dahin, was jetzt gerade hier an dieser Stelle passiert. Und da wird es natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Hier, schaut euch mal die Unterseite an, dieses Level. Wenn dieses Drehlevel hier unten tatsächlich rausfällt, ne, wir sehen es, wir haben halt hier eine kleine Range, eine untergeordnete Range auch mitlaufen. Hier oben 13.283 bis 85 oben rein, da wird immer wieder abverkauft, dann geht es hier runter, das ist halt die Range. Ne? Und wenn wir hier den Ausbruch zur Oberseite sehen, dann können wir uns schön hier oben Richtung 13.000, hier haben wir es 13.311, was wir hier das hoch haben, beziehungsweise dann hier oben das Schwunglevel um die 13.320 orientieren. Wenn wir hier drüber fliegen, fallen wir allerdings unten drunter raus. Dann, wie schon gesagt, die untergeordneten Marken, die ich gerade besprochen hatte. Das wird interessant. Schönes Spannungsumfeld hier in dieser Richtung. Und wer sich das Ganze noch im Kleineren anschauen will, da sieht es hier noch ein bisschen besser. Ne? Schön die Trading Range und dann Ausbruch nach oben oder unten gibt dann die Anlauflevel, die wir hier durchaus entsprechend mit identifizieren können mit Blick auf den DAX. Gut, also läuft, wie wir sehen. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Heute und ja, die Nachgang zuschauen. Wenn Fragen sind, ich sage es auch immer wieder, gerne über die Kanäle an mich ranleiten. Ich schaue mir dann morgens die Charts auch immer wieder gerne an. Ansonsten allen einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen. Ich freue mich drauf und tschüss.